Also ich habe Herrn Lange direkt gebeten, hier oben zu bleiben, weil es geht direkt weiter mit dem Integrationspreis der Stadt Aachen. Der Vorsitzende des Integrationsrates wird jetzt gleich die Laudation verlesen. Und ich möchte jetzt auch auf die Bühne bitten, die Frau Stadtdirektorin, Anne-Kathrin Rehling, und dann auch die weiteren Mitglieder. Soll ich begrüßen? Und zwar vom Kuratorium des Aachener Integrationspreises, der zusammen mit dem Integrationsrat ausgelobt wurde und ins Leben gerufen wurde, letztes Jahr das erste Mal. Und bitte auch alle Preisträger, das sind eine ganze Menge Leute, kommen Sie bitte hier über die Bühne nach oben. Und ich glaube, es wird jetzt etwas eng mit all den Löwentänzern noch. Ich bedanke mich beim Baugewinner und sage mal bis später. Immer in erster Reihe.
herzlichen Dank. Ja, gut, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Herr Barry, es ist eine ganz große Ehre für mich, hier heute stehen zu können, um den ehrenvollen Preis entgegenzunehmen. Ich kann also wirklich immer noch nicht glauben, dass ich das bekommen darf, weil ich weiß, dass es viele, viele andere Menschen gibt, die sich selbstlos und unermüdlich engagieren für eine friedliche, miteinander leben, eine verständnisvolle Zusammenleben von über 100 Nationen, die hier in Aachen leben. Und in Vertretung und in Hochrechnung dieser Menschen nehme ich den Preis gerne an. Ich danke der Kuratorin für die Anerkennung und die Hochrechnung unserer Arbeit. Ich denke auch an alle Menschen, die ich also nicht kennen kann, die mich unterstützt haben, also für meine Arbeit. Ich danke meiner Family, ich danke auch der Frau Monisso, die das wirklich ermutigt haben, also diese Platz anzunehmen. Und ich danke Ihnen auch allen. Ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass interkulturelles Lernen
Fonds verlieren und ein gemeinsames Miteinander von Menschen und das in dieser Herkunft in einer kulturellen Vielfalt sowohl Herausforderung als auch Bereicherung sein kann. Sehr geehrter Herr Parry, liebe Vertreter des Integrationsrates, liebe Vertreter der Stadt Vorkreden, ich bedanke mich im Namen der Schulgemeinschaft sehr für diese Anerkennung. Wir freuen uns sehr darüber, dass es anerkannt wird, dass wir hier ein Zeichen setzen, dass Integration nicht immer nur in bestimmten sozialen Räumen stattfindet, sondern dass Integration auch hineinwächst in eine Schulform, die besonders auch Zukunftsmöglichkeiten eröffnet in der höheren Qualifikation. Und wenngleich ich vieles berichten könnte, welcher Mühe es bedarf, so etwas in dieser im sozialen Feld bisher noch nicht so profilierte Schulform durchzusetzen, so muss ich doch sagen, es ist einfach eine Freude für uns. Es ist eine Bereicherung. Es ist eine Freude für viele, viele Schüler in den Regelklassen, mit diesen tollen jungen Menschen zusammenzukommen, die andere Mentalität, die andere Anregungen und große Talente mitbringen, in verschiedenen Art. Es ist einfach nur eine wunderbare Bereicherung. Ich hoffe, dass wir nur sozusagen einen Türöffner sind für eine breitere Bewegung. Zum Preisträger Rabat e.V. Gegründet im Jahr 1995, arbeitet dieser Verein hauptsächlich mit ehrenamtlichen Mitgliedern, die einen großen Teil ihrer Freizeit in diese Arbeit investieren. Der Verein unterstützt den Integrationsprozess durch den interkulturellen Austausch und leistet kostenlose Beratungen bei einem Rechtsanwalt und organisiert Behördenbegleitungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Herzlichen Dank. Wir haben uns auch unheimlich sehr viel gefreut über diesen Preis und wir bedanken uns recht herzlich. Jeder, der ehrenamtlich tätig ist, weiß, wie viel Engagement, Zeit, Geduld man bringen muss und dieser Preis ist bestimmt eine große Motivation für uns weiterzumachen. Dankeschön. Bevor wir hier den Platz verlassen, würde ich auch besonders mich im Namen des Integrationsrates bei manchen Akteuren sehr, 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 sehr viel bedanken. Vor allem beim Gremium, also Integrationspreis, aber bei der Stadtverwaltung, die sehr viel geleistet hat und besonders Frau Langer, die war hier gestern, sie war heute hier, morgen früh, als viele von uns noch schlafen. Ich bedanke auch besonders die Bürgermeisterin Frau Scheidt, die in allen Integrationsratgremien Mitglied ist und sehr aktiv teilnimmt. Sie fühlt mich und macht alles sehr viel mit. Und herzlichen Dank ebenfalls
Herrn Demmer. Herr Demmer, der ist ein Politiker, der immer in allen Veranstaltungen, auch bei der körperlichen Arbeit für Integration, immer dabei ist. Herzlichen Dank, Herr Demmer.